Also wir haben im letzten Unterricht den Unterschied zwischen dem Hadith Sahan und Sahih und Hasan erklärt. Was ist aber, wenn beide Begriffe zusammen verwendet werden? Wir hatten ja gesagt, der Hasan Hadith ist so, yani eine Stufe unter dem Sahih. Das heißt, es erfüllt nicht die Voraussetzungen des Sahih. Wir hatten ein Unterscheidungsmerkmal genannt. Was bedeutet dann die Aussage, dass er Sahih und Hasan zugleich ist? Wie geht das? Ja, du kannst dir das so vorstellen, dann ein Beispiel, damit wir das verstehen. Wir haben die Note 1 in der Schule und die Note 2. Und dann sagt er, was für eine Note habe ich? Und dann sagt er 1 und 2. Genauso ist das hier. Er sagt hier Sahih und Hasan. Und Tirmidhi macht das sehr oft. Und er ist, wenn ich mich nicht irre, sogar der Einzige, der das macht. Unter den berühmten Büchern. Er ist der Einzige, der das macht. Die Ahlul Ilm sagen, tatsächlich ist das ein Rätsel. Das ist vielen ein Rätsel. Und deswegen gibt es auch viele verschiedene Ansätze. Aber eines der plausiblen Erklärungsversuche ist die des Ibn Hajar. Er sagt, das hat zwei Situationen. Wenn der Hadith, den at-Tirmidhi überliefert, eine einzelne Überlieferungskette hat, also es handelt sich nur über einen Tradierungsweg, eine Kette, und er sagt dann Sahih und Hasan, dann bedeutet es, dass einer der Tradenten umstritten ist. Meshi? Nehmen wir an, Ahmad ist in der Überlieferungskette. Einige der Ahlul Ilm sind der Auffassung, dass er die Qualitäten des Sahih-Tradenten erfüllt. Andere sind der Auffassung, dass er diese nicht erfüllt, deswegen sagt er Sahihun und Hasan. Was ist aber, wenn die Überlieferung mehrere Tradierungswege hat? Es gibt mehrere Überlieferungsketten. Dann bedeutet die Aussage, dass einige Überlieferungsketten die Voraussetzung des Sahih erfüllen, einige aber nur die des Al-Hasan.